Also meine Damen und Herren, letzte Clinical Journal Club für 2014. Das Bild aus dem New England Journal ist ein EKG. Und wir sehen hier Ableitungen 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF. Und hier diese Brustableitung. Und ich habe schon hier rote Kreise gemacht, um was es hier geht. Und wir sehen T-Welleninversion in V1, V2, V3, V4 und V5. Hier ist im V1 ist lauter Gekrakel, hier ist wahrscheinlich die Elektrode locker gekommen. Und im Angebot ist Angstzustand, Myokarditis, Perikard, Erguss, Lungenembolus und Stenose, eine Riva-Stenose. Und dies ist zu vereinbaren mit einer Riva-Stenose. Das war's. Angstzustand würde ich nicht denken. Dies ist ein 25 mm EKG und die Herzfrequenz ist unter 60 Schläge pro Minute. So große Angst hat dieser Patient vielleicht doch nicht. Und die EKG-Veränderungen in Myokarditis, Perikard, Erguss und Lungenembolus sind überwiegend nicht besonders spezifisch. Wir gucken uns ein paar Möglichkeiten aber trotzdem an. Also dies ist eine Riva-Stenose und der Patient hat einen Stent gekriegt und danach ging es ihm mutmaßlich besser. Hier ist ein Beispiel von einem jungen Menschen, wurde vom Polizeirevier zur Notaufnahme gebracht und man dachte, der hätte tatsächlich einen Angstzustand. Der hat eine Herzfrequenz von 200. Und hier sehen wir Ableitungen 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF und die Brustableitung. Und das Erste, was wir feststellen müssen, außer der Tachykardie, Herzfrequenz von 200, ist, ich kann keine T-Wellen mehr sehen. Und dann muss man sich fragen, was ist denn hier los, wenn wir keine T-Wellen sehen können? Und die QRS-Komplexe sind schmal, also es ist eine supraventrikuläre Tachykardie. Da es absolut regelmäßig ist, das könnten wir hier mit dem Zirkel zeigen, es ist unwahrscheinlich, dass es Vorhofflimmern ist. Das wäre ein bisschen unregelmäßig oder sollte unregelmäßig sein. Vorhofflattern wäre auch denkbar, aber wir sehen keine Flatterwellen in Ableitung 2 oder nirgendwo anders. So ist es wahrscheinlich eine supraventrikuläre Tachykardie und man würde eine Knoten-Reentry-Tachykardie denken oder andere Möglichkeiten gibt es auch, da bin ich überfordert. Was dieser Patient dann bekommen hat, ist 6 Milligramm Adenosin. Und jetzt sehen wir, dass seine Herzfrequenz abgefallen ist von 200 auf 150. Und jetzt können wir in manchen Ableitungen tatsächlich P-Wellen erkennen. Obwohl die Herzfrequenz immer noch ziemlich schnell ist und dann, wenn er sich beruhigt hat, sieht sein EKG so aus, Steiltyp, hat einen kompletten Rechtschenkelblock, P-Wellen sehen jetzt in Ordnung aus, PQ-Zeit, Verweildauer ist auch immer noch im Normbereich und dies ist jetzt im Prinzip ein normales EKG. Dieser Patient hatte eine Knoten-Reentry-Tachykardie. Hier ist ein Beispiel von einem Patienten mit einem riesigen Perikarderguss und die sieht man relativ selten, aber wenn man sieht, ist dies ziemlich hilfreich und dies ist ein elektrischer Alternanz. Hier ist ein QRS-Komplex, hier ist der nächste, hier ist dieser, der und mit jedem zweiten Schlag sieht dieser QRS-Komplex anders aus und das hat damit zu tun, weil das Herz in diesem großen Flüssigkeitsbereich frei schwimmt und sich nicht normal bewegt, so dass die Achse bei jedem Schlag alternatierend unterschiedlich ist. Und dies ist ein Beispiel von elektrischer Alternanz. Würde einem vielleicht einfallen, dass dieser Patient einen Perikarderguss haben könnte. Und hier ist ein Beispiel von Lungenembolus. Und leider ist das EKG bei Lungenembolus meistens normal oder nicht spezifisch. Aber was wir hier sehen, ist ein typisches S-Welle in Ableitung 1, eine Q-Welle in Ableitung 3. Dies ist ein S1-Q3 EKG. Was wir auch sehen hier, ist, dass der terminale Vektor in V1 geht nach rechts und vorne. Und dies ist ein Rechtschenkelblock.
Und das ist, wenn da so etwas neu auftritt, dann würde ich auch sofort mit diesem S1Q3-Muster und diesem Rechtschenkelblocker an Lungenembolus denken. Jetzt das Thema im New England Journal diese Woche ist traumatische Hirnverletzung. Und dies ist ein ganz großes Problem. Das ist die häufigste neurologische Krankheitsbild von jungen Menschen. Das kriegt man natürlich durch Trauma und überwiegend Verkehrsunfälle und sonstige Anwendung von Gewalt. Und man kann dann diese Veränderungen, die in diesem Beispiel hier in diesem Vorderlappen vorhanden sind, im CT sehen. Und CT-Diagnostik ist bei traumatischer Hirnverletzung von großer Wichtigkeit. Dann, wenn man Patienten begegnet, die traumatische Hirnverletzung erlitten haben, wird angewendet, um Schwergradigkeit und Prognose festzustellen, die Glasgow-Koma-Skala, und hier geht es um beste verbale Antwort, beste motorische Antwort und wie die Augen ablaufen. Und was auch wichtig ist, ist die Feststellung von posttraumatischer Amnesie. Und was auch wichtig ist, ist festzustellen, ob Bewusstlosigkeit stattgefunden hat oder nicht. Und umso länger das war, umso schlechter die Prognose. Und diese Skalen werden dann angewendet, um Patienten mit traumatischer Hirnerkrankung zu beurteilen. CT-Diagnostik ist wichtig und es gibt eine Rotterdam-CT-Skala und Radiologen wissen das, so dass, wenn die Bescheid wissen, der Patient hat Schädelhirntrauma gehabt, mögliche traumatische Hirnverletzung, dann wird das CT dann ausgewertet nach dieser Rotterdam-Skala und das hat auch eine statistische prognostische Bedeutung und das wurde in den Studien, die ich Ihnen zeigen werde, auch angewendet. Jetzt, was ich eigentlich nicht wusste, aber zu meinem Erstaunen erfahren habe, ist, dass Progesteron einen Einfluss haben könnte auf traumatische Hirnverletzungen. Das wurde vermutet von tierexperimentellen Untersuchungen und von kleineren, sogar randomisierten, kontrollierten Studien hier gezeigt. Hier war Nachweis, dass die Anwendung von Progesteron diesen Patienten vielleicht helfen könnte, durch unterschiedliche nicht spezifischen Effekte, die Progesteron mutmaßlich auf Hirnverletzungen haben könnte. Das wurde vermutet und es gibt auch ein Review darüber, was ich gelesen habe und auch an Sie weiterleiten kann, wenn Sie das interessieren. Aber diese Vorversuche haben dazu geführt, dass zwei sehr große randomisierte, kontrollierte Studien bei Patienten mit Schädelhirntrauma durchgeführt worden ist. Intravenöses Progesteron im Vergleich zu Placebo. Und hier sehen wir, hier sind viele Patienten in dieser Studie, beinahe 500 in beiden Gruppen, nach Schädelhirntrauma, randomisiert zu intravenösen Progesteron oder Placebo. Und das Endergebnis war nach der Auswertung durch die Glasgow-Skala, und die sehen die Patienten 6 Monate nach Verletzung aus. Und hier sind die Patienten und hier sehen wir die Rotterdam-Bewertung von ihrer CT-Untersuchung. Und wir können uns auch Glasgow-Koma-Skala, wie das zur Zeit der Randomisierung dieses hier ausgedrückt als ein Index. Ich weiß nicht genau, wie dieser Index funktioniert, sonst ist die Glasgow-Koma-Skala ein Wert zwischen 15 und 3, habe ich ungefähr. Können sich nochmal selber angucken. Also das ist angewendet und was mit diesen Patienten überwiegend Verkehrsunfälle und Motorradunfälle und Ähnliches. Und was wir hier sehen in dieser ersten Studie, Vergleich Placebo gegen Progesteron, bei relativ moderater Verletzung und schwergradiger Verletzung. Und was wir von diesem Übersicht angucken,
entnehmen können, ist, wenn schon, sieht es so aus, als würde die Progesterongruppe schlechter fahren als die Placebo-Gruppe. Und das war dann hier in dieser weiteren Auswertung auch der Fall. Es sieht eigentlich aus, als würde Placebo besser fahren als Progesteron. Unglücklicherweise war diese erste Studie negativ. Und hier kommt schon gleich die zweite. Hier geht es um die gleiche Fragestellung. Wieder mal über 500 Patienten in beiden Gruppen nach Schädelhirntrauma. Wieder mal wird die Glasgow-Koma-Skala angewendet. Progesteron gegen Placebo. Und was wir hier leider entnehmen müssen, bei den Patienten mit der schlechtesten Prognose, intermediäre Prognose oder der besseren Prognose, sehen wir keinen Unterschied zwischen Progesteron und Placebo. Das heißt, Progesteron hat diesen Patienten nicht geholfen. Und die Idee, dass man Patienten mit nach Schädelhirntrauma mit Progesteron behandelt, ist, glaube ich, damit ad acta gelegt. Nächstes Thema im New England Journal. Hier geht es um hämatopoetische Stammzellen. Von denen haben wir manche. Die verteilen sich relativ langsam. Aber wenn wir die brauchen, sind die eine gute Sache. Jetzt, es ist ja bekannt, dass das Auftreten von hämatologischen Krebserkrankungen ist auch ein Altersphänomen. Und hier ist die Hypothese getestet worden, dass vielleicht somatische Mutationen bei diesen hämatopoietischen Stammzellen stattfinden mit zunehmendem Alter, die dann zu der Treibung oder Entwicklung von bestimmten Klonen, Mutationen enthaltenen Klone führen könnte, die nach Jahren dann zu einer malignen hämatologischen Krankheit führen könnten. Und das ist hier getestet worden in diesen Studien, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Diese erste Studie, es geht hier um 12.380 Patienten von unterschiedlichem Alter, die durchsequenziert worden sind, was ihre Stammzellen, was ihre DNA anbelangt, in dem Versuch, um durch Gesamtexom-Sequenzierung im peripheren Blut Zellen zu identifizieren, die sogenannte Treibermutationen aufweisen und was diese Treibermutationen dann sein könnten. Und dann hat man nach 7 Jahren dann weitere Untersuchungen auch feststellen können in diesem großen schwedischen Register, dass manche dieser Patienten eine hämatologische Krebserkrankung, wie zum Beispiel akute myologische Leukämie, entwickelt haben. Dann hat man dann nachträglich geguckt, wie sahen die vor 7 Jahren aus und hatten die irgendwelche Mutationen in ihren Gesamtexom-Sequenzierung, die vielleicht den Eindruck erwecken könnte, dass diese Treibermutationen stattgefunden haben, dass dieses Risiko dann erhöhen würde. Und in der Tat war das so und sind unterschiedliche Mutationen bei diesen Patienten, war relativ häufig, ungefähr 10% dieser Patienten hatten irgendwelche Mutationen, Missense oder Mutationen oder auch synonyme Mutationen, die zu keinem Aminosäurenaustausch geführt haben konnte. Aber was wir hier sehen, ist, unterschiedliche Gene, die relativ häufig mit solchen Mutationen involviert worden sind. DNMT3A, ASXL1, TET2 waren am häufigsten in dieser großen schwedischen Studie. Und Patienten, die diese Klone entwickelt hatten, mit diesen Mutationen, hatten dann ein erhöhtes Risiko, um irgendwann später im Leben eine maligne Krebserkrankung, hämatologische Krebserkrankung zu entwickeln. Und das Auftreten von diesen Mutationen war auch ein Altersphänomen, sodass in meinem Alter war das gar nicht so unhäufig. 10% der Leute in meinem Alter tragen solche Mutationen in ihren hämatopoetischen Stammzellen und haben gewisse Klone, die mit einer Blutkrebserkrankung einhergehen. Gott sei Dank entwickeln wir nicht alle dann diese Krebserkrankungen, die
passieren dann in den wenigsten Fällen, aber sie kommen vor. Und wir sehen hier, dass ältere Menschen, die diese klonale, Mutationen haben, Klone aufweisen mit diesen Mutationen, die entwickeln dann häufiger hämatologischen Blutkrebs und deren gesamte Überleben ist auch beeinträchtigt. Ich meine, alte Leute sterben ja, das ist ja bekannt. Aber immerhin, es ist statistisch signifikant, dass Leute mit dieser klonalen Hämatopoese ein erhöhtes Risiko haben, um hämatologische Krebserkrankungen zu entwickeln und auch insgesamt zu sterben. Und dieses Risikokoeffizient hier 5 bis 10, 25-fach erhöht, kommt darauf an, ob man keine Mutationen hat, eine oder zwei oder mehrere. Und es braucht eigentlich eine Serie von Mutationen, um letztendlich zu einer malignen Krankheit zu führen. Aber wenn man die entsprechenden Klonen hat, die das ermöglichen, dann ist das Risiko, dass sowas passiert, erhöht. Und der Einfluss von diesen Mutationen auf P53 und ob es Deletionen sind und unterschiedliche Austausche, das ist in diesem Diagramm hier gezeigt. Und das Gesamtrisiko von solchen Klonen, was Blutkrebs anbelangt, ist beträchtlich erhöht im Vergleich zu Patienten, die solche Mutationen nicht mit sich tragen. Dann können wir uns gleich die zweite Studie angucken. Es geht hier auch um 17.182 Patienten von unterschiedlichem Alter. Und wie wir hier sehen, ist die Anwesenheit solcher, solcher abnormalen Klonen sehr altersbezogen. Und hier sehen wir wieder ungefähr diesen Wert, so dass zwischen 70 und 79 10% der Bevölkerung hat solche abnormale Klone. Und das nimmt dann mit zunehmendem Alter progressiv zu. Und wieder mal diese drei Genen, DNMT3A, TET2 und ASXL1, sind am häufigsten vorhanden. Und die Varianten, die auftraten, sind hier auch gezeigt. Indels sind Insertionen, Deletionen, Nonsens, Stopcodons und Splice-Site-Varianten und Aminosäuren austauschen, waren alle vertreten. Und hier sehen wir hier wieder Mutationen, hämatologischer Blutkrebs, keine Mutationen, kein Blutkrebs, höchst signifikanter Unterschied. Und das entsprechende Risiko der Quotient ist hier gegeben, ähnlich wie in der ersten Studie. Und was mich beeindruckt hat, es sind wieder die gleichen Gene, die aufgetaucht sind, die zu diesen abnormalen Klonen führen und die fahren schlechter. Und wenn wir uns dann angucken, was machen diese Sachen? Und was wir hier sehen, ist, es geht hier um Cytosin-5-Methyltransferase. Es geht hier um, dies sind Enzyme, die mit DNA-Metallisierung zu tun haben. Dies sind im Prinzip epigenetische Abläufe, die durch diese Mutationen zustande kommen. Und da beide Studien zum gleichen Ergebnis gekommen sind und dass diese epigenetischen Mechanismen Einfluss haben auf P53 und auch auf JAK2, fand ich eindrucksvoll und man sollte vielleicht was darüber wissen. Review im New England Journal geht es um esophageales Karzinom. Und früher war das eine Krankheit überwiegend verbunden mit Rauchen und Alkoholzufuhr. Aber heutzutage habe ich erfahren, dass das gastroesophageale Refluxerkrankung der häufigste Vorläufer ist für Esophaguskarzinom. Das geht auch mit Adipositas einher, sogenannte Barrett-Esophagitis. Und dieses Krankheitsbild zeigt eine steigende Tendenz.
Und wie man mit dem Verdacht auf diese Krankheit dann losgeht, um diese Anwesenheit dieser Tumoren dann zu bewerten. Und die Therapiemöglichkeiten von Fox ist uns ja bekannt und auch die Rolle von Chemotherapie und wie dieses Krankheitsbild dann sich weiterentwickelt, kann man alles in diesem Review über Esophagus-Karzinom dann erfahren. Und die diagnostischen Möglichkeiten auch hier mit dieser Ultraschalldiagnostik und auch mit dieser Anwendung von Stents, um diese Zeugers offen zu halten, so lange wie möglich, um palliativ diese Patienten zu helfen, das wird alles in diesem Review dann ausführlich diskutiert. Dann wieder mal das Bild vom Heiligabend, das Rätselbild dieser Patientin mit diesem Flüssigkeitsspiegel hier am rechten Herzband, Herzrand. Und hier sehen wir diesen Esophagus-Divertikel hier dargestellt mit diesem Kontrastmittel. Das wurde dann entsprechend chirurgisch, laparoskopisch behandelt und dann konnte diese Frau besser schlucken und ging es ihr dann weiterhin gut. Dies ist eine junge Dame, 23 Jahre alt, kann man eindrucksvoll in Online-Version der Zeitschrift sehen. Die hat diese große pulsatile Masse hier im Hals. Und das sieht sehr eindrucksvoll aus, wie das größer und kleiner wird mit jedem Herzschlag. Und diese wunderbare CT-Konstruktion, um diese Gefäßanomalie hier zu zeigen. Und was wir hier sehen, ist, der ganze Aortenbogen ragt hier in den Hals hinein. Das hat diese pulsatile Masse dann bei dieser jungen Dame dann erklärt. Hier sehen wir Carotis-Arterie links und Carotis externer und interner. Sieht eigentlich okay aus. Und dann die Arteria subclavia und hier diesen riesigen Aortenbogen, das hat man dann rekonstruiert. Die Frau hatte auch eine bikuspidale Aortenklappe. Ob man die gleichzeitig ersetzt hat oder nicht, habe ich nicht erfahren. Aber interessante Gefäßanomalie aus dem New England Journal. Dann der Patient der Woche ist ein 57-jähriger Mann mit HIV-Infektion. Der wird auch entsprechend behandelt mit alles, was man für HIV so anwendet. Und der entwickelt eine inguinale Lymphadenopathie. Das heißt, seine inguinalen Lymphknoten werden hier entsprechend vergrößert. Und die Frage ist, was hat der? Und was einem vielleicht einfallen würde, wäre Entwicklung von einem Lymphom, was bei AIDS-Patienten ja bekannt ist, oder vielleicht auch Kaposi-Sarkom oder etwas Ähnliches. Dann könnte dies eine infektiöse Ursache haben. Und was für Infektionen führen dann zu einer inguinalen Lymphadenopathie? Könnte er eine zweite geschlechtsverkehr vermittelte Erkrankung haben? Und das wird dann hier ausführlich diskutiert und letztendlich, was dann notwendig ist. Hier ist die ganze Differentialdiagnose von Lymphadenopathie bei AIDS-Patienten und dann letztendlich, was gemacht werden muss, ist natürlich eine entsprechende Biopsie, die dann auch entnommen worden ist. Und hier sehen wir eine immunhistochemische Färbung und dieses Treponema pallidum. Dieser Patient hat dann zusätzlich zu seiner HIV-Infektion dann auch Syphilis erworben. Das hätten wir vor 30 Jahren wahrscheinlich schneller diagnostiziert, weil da jeder Patient, der in ein Krankenhaus eingewiesen wurde, wenigstens in den Vereinigten Staaten, kriegte einen serologischen Test für Syphilis, wenn er es haben wollte oder auch nicht, wurde überhaupt nicht gefragt, es war einfach Routine. Aber das darf man natürlich heute aus unterschiedlichen politischen Überlegungen nicht mehr machen. Dann, dies hat mich ein bisschen irritiert, im New England Journal wird eine Patientin diskutiert, 45-jährige Frau, Alkoholikerin, wird für Hochdruck behandelt mit Hydrochlortherapie, kommt dann ins Krankenhaus, ist ein bisschen verwirrt und
hat ein bisschen Tremor und hat einen Natriumspiegel von 112, Kaliumspiegel ist 2,6. Urinosmolarität ist 630, Urin-Natriumspiegel ist 12 Millimol pro Liter und die Frage ist, was tun? Und ist es dann, das kann man dann übers Internet dann hier teilnehmen und sich darüber äußern und das haben auch unterschiedliche Ärzte getan, manche Medizinstudenten, Ärzte in der Weiterbildung und wo die alle herkamen, also viel Remi-Demi über diese Patientin. Und ich habe auch meine Meinung dazu gegeben und was ich, das Erste, was ich machen würde, ist, ich würde feststellen, hat diese Frau Edeme oder nicht, das steht im Protokoll nicht drin. Ich würde auch nach orthostatischen Blutdruck- und Herzfrequenzveränderungen wenigstens die mal sitzen ziehen, um zu sehen, was da passiert. Und ich würde dann das Labor anrufen und sagen, Kinder, ihr habt ja hier Natrium gemessen im Urin, was war denn der Kaliumspiegel? Und dann würde ich gerne Säure-Basen-Haushaltsstatus wissen bei dieser Patientin mit einem Kalium von 2,6. Diese Information könnte man in 5 Minuten haben und dann könnte ich eine sinnvolle Entscheidung treffen, wie diese Patientin dann akut behandelt werden sollte. Sie hat Hyponatremie und ist symptomatisch, so würde ich denken. Man möchte ihr Natriumspiegel schnell ein bisschen höher anheben. Aber ich würde erstmal ein bisschen mehr über die wissen, bevor ich Entscheidungen treffe, dieser Art. Dann im New England Journal wird ein Cell-Paper erwähnt. Das sollten wir mal eigentlich rausfinden. Es geht hier wieder um Mikrobiotika oder Darmflora. Und ich habe das Ganze nicht verstanden. Ich muss mal das Original-Paper mal rausholen. Dann könnten wir das vielleicht mal auch mal machen. Dieses Paper war in Cell letzter Woche. Und diese Mäuse, das heißt die Müttern, wurden behandelt mit einer niedrigen Dosierung von Penicillin vor der Geburt ihrer Jungen und durch die Stillzeit. Und das hat dazu geführt, dass deren Darmflora verändert wurde und die Mäuse sahen dann so aus. Sieht so ein bisschen nach Adipositas aus. Dann hat man das Darmflora von diesen Mäusen dann in weiteren Mäusen transplantiert, dieses abnormale Darmflora und dann sahen diese nachträglichen Mäuse, das ist alles ziemlich aufwendig, die müssen dann in, die sind dann in, unter diese ja, die sind in irgendwelchen bestimmten Bedingungen gehalten, dass sie gar keine Darmflora hatten und dann haben sie diese abnormale Darmflora gekriegt von diesen dicken Mäusen und sind auch dick geworden. Genau wie das alles funktioniert hat, weiß ich nicht, aber man sollte eigentlich dieses Cell-Paper mal angucken, um das näher zu betrachten. Dann keine Lancet-Papers in dieser letzten Woche, die sind alle in Urlaub. Aber was ein paar Lachnummern schon wert ist, ist British Medical Journal. Und da habe ich diesen interessanten kleinen Artikel hier gefunden. Es geht darum, was passiert, wenn man 10 Kilogramm abnimmt? Wo verschwindet das Fett? Und das Erste, was man machen könnte, ist, man könnte die Ärzteschaft befragen, man könnte die Ernährungswissenschaftler fragen oder sogar Personal Trainers haben eine Meinung dazu. Und die Fachmeinung von diesen Menschen ist, dass dieses Fett verschwindet durch Energieproduktion und Hitzeproduktion. Aber das entspricht nicht den Gesetzen der Thermodynamik. So muss man andere Möglichkeiten erwähnen. Diese klugen Leute haben auch, manche denken, das Fett verschwindet im Stuhl. Andere denken, das Fett wird in Muskel umgewandelt. Wünschte, das wäre so. Andere denken, das Fett verschwindet im Urin. Manche haben halt keine Ahnung. Und manche erinnern sich daran, naja, Sachen werden doch verbraten auf CO2 und Wasser. Diese Idee ist gar nicht so schlecht. Und das wird in diesem kleinen Paper hier diskutiert. Wie sieht Fett aus und wie viel Sauerstoff braucht man, um dieses Fett dann auf CO2 und Wasser umzuwandeln, wenn man 10 Kilogramm Fett so umwandelt. Erfinden wir zu meinem Erstaunen, dass das führt dann zu 8,4 Kilogramm Produktion von CO2.
das wird natürlich durch die Lunge ausgeatmet. Das heißt, das Fett verschwindet durch die Lunge als CO2 und 1,6 Kilogramm Wasser wird produziert. Das wird vermutlich vielleicht auch über die Lunge, aber vielleicht auch im Urin ausgeschieden. Und das würde dann bedeuten, dass Leute, die 10 Kilogramm Fett abnehmen, verunreinigen die Umwelt, indem sie 8,4 Kilogramm CO2 produzieren. Das muss man mal Herrn Gabriel oder Frau Roth nahelegen, dass sie bitteschön kein Gewicht abnehmen sollten, nämlich sie führen dann zu erhöhten CO2-Ausstoß und bei der Klimakonferenz in Lima sollte man vielleicht das weiter diskutieren. Dann in BMJ war dieses interessante Paper über was ist der Wert von Ärzte-Talkshows. Und diese beiden Ärzte-Talkshows sind amerikanische Ärzte-Talkshows. Es gibt einen türkisch stammender Amerikaner, der heißt Mehmet Öz, und der macht die Dr. Oz Show. Und der gibt dann von sich lauter kluge Bemerkungen, wie man gesund bleiben sollte. Dann gibt es noch eine zweite Dr. Show, die heißt tatsächlich The Doctors. Und man hat diese Ärztefernsehprogramme mal ausgewertet. Erstens, um was geht es da? Und über 20% bei Dr. Oz geht es um, wie man Gewicht abnehmen könnte. Das ist bei der anderen, beim anderen Ärzteprogramm wesentlich weniger. Dann geben die allgemeine Beratung, was Leute machen sollten und überwiegend Diätberatung und andere Sorten von Beratungen sind hier dargestellt. Und die Vorschläge, die dann auch gegeben werden, Dr. Oz, der ist anscheinend ein Experte in wie man sich ernähren sollte. Und das kann man hier alles dann angucken. Und dann hat man erstmal geguckt, wie ist es denn mit diesen Empfehlungen? Und wie häufig entsprechen diese Empfehlungen von diesen Ärzte-Talkshows die sogenannte evidenzbasierte Medizin, die wir betreiben sollten? Und unterm Strich sind diese klugen Ärzte-Diskutanten, die haben ungefähr 50% glaubwürdige Informationen und 50% nicht glaubwürdige Information, und das ist bei beiden Ärzte-Shows relativ ähnlich. Dann hat mich auch interessiert, da ich dieses kenne von meiner Zeit in der Chirurgie, man steht im OP sehr viel rum. Und das ärgert natürlich alle. Und die Frage ist, warum wird so viel Zeit verschwendet im OP mit rumstehen, anstatt dass irgendwas passiert? Und alle haben eine Meinung dazu, wie das zustande kommt. So hat man eine Untersuchung durchgeführt in Großbritannien, um zu sehen, wie wird die Zeit im OP verschwendet. Und die Chirurgen denken natürlich, die Anästhesisten haben dran Schuld. Die Medizinstudenten sind auch ziemlich überzeugt, es sind die Anästhesisten, die dran Schuld haben. Die Anästhesisten glauben, die Chirurgen haben dran Schuld, und dann sind unterschiedliche Sachen, wir konnten das Röntgenbild nicht finden und das Erlaubnis für die Operation war nicht unterschrieben und das falsche Bein ist vorbereitet worden und alle möglichen Katastrophen. So hat man das hier ausgewertet, um herauszufinden, wie wird die Zeit im OP verschwendet. Und was wir hier sehen, ist, die Anästhesisten haben am meisten Schuld. Und eigentlich, die Chirurgen sind gar nicht schlecht und die Orthopäden sind noch schneller, als sie vorhergesagt haben. Und die Anästhesisten verschwenden am meisten Zeit. Und das nennt man Marfat. Und Marfat, diesen Ausdruck kenne ich von meinem Studium. Und es ist eigentlich ein ziemlich unverschämter Ausdruck, Mandatory Anesthesia Fachzeit. Ja, den Ausdruck Fach haben wir nicht verwendet, wir haben irgendwas Ähnliches verwendet, aber brauchen wir jetzt nicht darauf einzugehen, das ist Marfat. Und Marfat, die Anästhesisten meinen, die Chirurgen hauen einfach ab oder machen nichts und das wird OP-Bahnflucht genannt. Das ist, was AWOL oder AWOL im Englischen bedeutet.
Aber es stellt sich heraus, die meiste Zeit geht drauf wegen Marfat. Und das haben wir von dieser Studie gelernt. Und die Orthopäden sind eigentlich besser als ihr Ruf und die sind am schnellsten. Und es ist nicht AWOL, es ist nicht Missing in Action, es ist Marfat, das am meisten Zeit verschwendet im OP. Dann sind im British Medical Journal die Darwin-Preise wieder dieses Jahr vergeben worden. Und das ist ein wunderbarer Preis. Dies ist ein Preis, der wird verliehen an Menschen, die sich am idiotischsten verhalten haben, wie man sich das denken könnte. Und sie müssen sich mit ihrer Idiotie so verletzen, dass sie sich nicht weiter vermehren können. Das heißt, sie sind dann aus dem Genpool ausgeschlossen. Und das sind dann die Gewinner des Darwin-Preises. Und eigentlich, was man hier gemacht hat, ist, man hat die Idiotien des Jahres hier ausgewertet. Ist das überwiegend ein Männerphänomen oder ein Frauenphänomen? Und um das festzustellen, ist ein Kiefer-Rad-Test hier durchgeführt worden. Also für diesen Preis in Frage zu kommen, muss der Kandidat sich von dem Genpool eliminieren. Er muss eine erstaunliche Dummheit begehen, die der Binsenweisheit der Allgemeinheit nicht entspricht. Diese Dummheit muss verifiziert werden. Der Kandidat muss sonst psychiatrisch, darf nicht schizophren sein. Also die Verrückten sind hier ausgeschlossen, obwohl die Sachen, die hier gemacht worden sind, sind tatsächlich verrückt. Und alle ethnischen Gruppen, kulturellen Gruppen, Religionen und sozioökonomischen Gruppen kommen für diesen Preis in Frage. Und hier sind auch ein Beispiel, dieser Mensch hier hat eine, der ist ehrenswert erwähnt worden, aber hat den Preis nicht bekommen. Dies war ein Mensch, der benutzte eine Schleifmaschine als eine autoerotische Maßnahme und hat dadurch einen Hoden verloren. Aber er hat sein Skrotum wieder zusammengebastelt mit diesem Hafter. Und da er noch einen Hoden übrig hat, hat er sich nicht vom Genpool eliminiert, so hat er den Preis nicht bekommen. Und dann sind andere, aber wie schon hier zu entnehmen, Männer sind blöder als Frauen und die Damen unter uns haben das sowieso schon gewusst. Und da sind, und müssen Sie selber im Internet nachgucken, da war auch ein Terrorist hat eine Briefbombe in die Post gesteckt, aber nicht genug Porto drauf getan. So kam der Brief zu ihm wieder zurück, dann war er dumm genug, diesen Umschlag aufzumachen und hat sich selber aus der Welt ausgeschieden. Dann war ein Inder, der mehrfach gewarnt worden ist, bitte nicht in den Käfig mit den Tiger steigen, der wollte sein Butterbrot mit dem Tiger teilen und trotz multiplen Warnungen ist er doch über den Zaun geklettert und wurde dann selber für Mittagessen von diesem Tiger und verschwand. Der hat auch, kam auch für den Preis in Frage. Also die Darwin-Preise sind ganz wichtig, wo der arme Darwin sich drüber nachdenkt, was passiert mit der menschlichen Evolution und wie lange wird es noch so weitergehen. Dann, der letzte Fall, kommt aus dem Lancet, fand ich ganz interessant. Ein 76-jähriger Physiker kommt rein mit multiple Episoden von Fieber bis zu 39 Grad über 6 Wochen. Dies ist im Prinzip eine B-Symptomatik und man soll feststellen, was mit dem los ist. Was könnte er haben? Und er hat inguinale Lymphknoten, die sind aber relativ klein. Herzfrequenz ist 85, Blutdruck ist okay, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung, das ist alles in Ordnung. War in Frankreich, hier sehen wir sein Röntgenbild. Dies hat mich ein bisschen irritiert. Wir sollen hier eine Diagnose feststellen. Ist dies pulmonale Tuberkulose? Ist dies ein Beispiel von HIV-Serokonversion? Hat dieser Patient eine Leukämie? Ist hier eine Sarkoidose? Ist dies ein Nicht-Hodgkins-Lymphom? Na, was soll man denn hier machen? Das ist das Wichtigste. Wäre Tuberkulose und hier müssen wir
beide Oberlappen genau angucken, immer eine Seite mit der anderen Seite vergleichen. Und hier ganz oben im Hilus können wir eigentlich beide Beispiele hier oben, diese Apices von beiden Lungenlappen hier oben, ziemlich gut sehen. Und da sehe ich kein Infiltrat. Das heißt, eigentlich kann ich mit diesem Röntgenbild nicht Tuberkulose diagnostizieren. Ausschließen kann man es nie, aber es sieht nicht so aus wie ein Tuberkulose-Röntgenbild. HIV-Serokonversion kann man im Röntgenbild sowieso nicht sehen. Sarkoidose würde ich große Lymphknoten an beiden Hilli erwarten, die sind auch nicht da. Also keiner dieser Antworten gefällt mir. Aber diese beiden Sachen sind es wahrscheinlich nicht. Dann wird uns ein Blutbild hier gezeigt und das ist in der Tat sehr auffällig. Und was wir hier sehen, ist eine starke Peukelozytose und Anisozytose. Der Patient ist auch anämisch und wir sehen tröpfchenförmige Erythrozyten und manche Erythrozyten sind klein und sehen eher aus wie Spherozyten und manche sind blass und die Form ist nicht okay und manche, hier ist wieder so ein tränenförmiger Erythrozyt. Eigentlich denke ich, sie sind aus wie Myelodysplastisis-Syndrom, was in diesem Alter sowieso ziemlich häufig ist. Dies ist ein Stäbchen und dies ist ein Granulozyt. Sieht eigentlich okay aus, aber sie sieht im Prinzip aus wie eine mikrozytäre Anämie und ich würde denken, Myelodysplastisis-Syndrom könnte das sein. Diese Zelle müsste ich ein bisschen näher untersuchen, aber uns wird erzählt, dies ist ein Normozyt, das heißt ein Erythrozyt-Vorläufer mit noch einem Kern. Und dann werden weitere Bildgebungen gemacht und hier sehen wir wieder hier Lymphknoten, die da nicht hingehören. Und die sind dann auch diagnostiziert, biopsiert und hier ist eine immunhistochemische Färbung von CD20, das heißt, dies ist ein Meer von B-Zellen und unter dem Mikroskop können wir diese B-Zellen hier auch sehen und dies ist ein Beispiel von einem großen B-Zell-Lymphom mit einer B-Symptomatik bei diesen Patienten. Und das war's für 2014. Ich freue mich schon auf 2015 und am 6. Januar geht es mit dem New England Journal of Lancet weiter. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben und ich hoffe, Sie gewinnen den Darwin-Preis nicht.